Herr Furtwängler, Ihr Werk ist ausgesprochen vielgestaltig. Sie sind Maler, Zeichner und Grafiker. Mich würde mal interessieren, was Sie überhaupt an grafischen Techniken so interessiert. Ein Schwerpunkt in der Ausstellung in Pankow sind ja grafische Serien, die in den zurückliegenden Schaffensjahren, kann man ja so sagen, entstanden sind. Bevor ich angefangen habe zu malen oder zeichnen, kam ich über die Radierung eigentlich zur Kunst, also über eine Drucktechnik. Das ist wahrscheinlich eher ungewöhnlich, ne? Ja, naja, man merkt ja, Sie sind sehr technikaffin. Ja? Ja. Haben Sie sich diese technischen Feinheiten selbst beigebracht? Wie sind Sie dazu gekommen, ja, also sich so vielgestaltig also ja, auch bewegen zu können oder äußern zu können? Also einmal zugeschaut, klar, wenn man anfängt als Student, irgendwie sieht man, sollte man dann schon sehen, was andere so machen. Ja? Auch künstlerisch, aber eben auch technisch, was da machbar ist. Und dann tut man sich dazu sagen, versuchen selber anzueignen in einer eigenen Sprache natürlich. Ne? Und ja, ich habe also teilweise aus dem Müll von Leuten Platten wieder rausgeholt, die sie weggeschmissen haben. Ja, und so. Also immer, es war immer so ein Gemenge. Ja, ja. Und mir war es relativ schnell klar, man hat nur eine Möglichkeit, wenn man sich, sag ich mal, eben unabhängig macht. Also sprich, man braucht das Material selber. Okay. Druckmaschine, Schriften. Und da habe ich einiges. Ja. Das braucht man einfach, ja, um sich dann da je nachdem auch mal draus spontan zu bedienen. Und das ist ja bei Harald Weller eben hier genauso, dass man eben dann rückgreifen kann oder eben ergänzen kann. Mhm. Und ja, so entstehen eben die Arbeiten dann versetzt. Mhm. Ja. Also das eine ist ja, sind die technischen Möglichkeiten, das andere ist ja immer eine Frage also auch des künstlerischen Inhalts. Ja. Wo setzen Sie an? Ist die Idee erst im Kopf und dann gucken Sie, welche Technik dafür sich anbieten würde oder wie ist auch, der Arbeitsprozess? Auch, ja, das hat dann das Schöne bei den Büchern, dass sie manchmal jetzt nicht das was vorschreiben, aber doch eine Möglichkeit geben, das so in eine Richtung auszuprobieren. Und, die Grafik entsteht ja auch bei Büchern, die ich mache, immer sozusagen unter der Hand. Also es ist ja nicht so, dass ich mich hinsetze und mache die Grafik endgültig, dann wird die einfach abgedruckt, sondern entsteht da wie hier drin. Eben manchmal wird was verändert oder weggelassen. Yeah. Und je nach Inhalt und Text, klar, überlegt man sich schon, gehört da jetzt eher ein Holzschnitt dazu oder wird es farbig, sehr farbig oder eher schwarz-weiß. Mhm. Wir haben in der Ausstellung oder zur Ausstellung das Künstlerbuch Apoetomar noch mal neu herausgegeben als Faksimiledruck. Apoetomar ist ja ein Dreiklang aus dem Gedicht von August Stramm Weltwehe, Gedanken von Blaise Pascal und Ihren Kommentaren, sage ich jetzt mal dazu. Wie sind Sie eigentlich auf diese Texte gekommen? Also August Stramm kenne ich schon, da war ich, glaube ich, 20 Jahre alt. Also die Texte, die wenigen Gedichte, die es gibt, er ist ja früher gestorben im Ersten Weltkrieg, haben mich immer irgendwie, also gibt es einige Arbeiten, wo er in irgendeiner Form mal vorkommt. Mhm. Blaise Pascal ist nun was ganz anderes, aber manchmal ergänzen sie auch Widersprüchliches. Und wenn man dann die Freiheit hat, selber noch was dazu nicht zu schreiben, sondern zu setzen oder zu ergänzen, auch durch Zufälligkeiten, also durch einzelne Worte oder Endungen, entstehen dann eigentlich nochmal ein anderer Zusammenhang.
Oder andere Sätze oder Halbsätze. Ja. Ja. Ja, ich sehe Ihre, also dieses Buch auch ein Stückchen so als Kommentar an. Ne? Ja, auch der Titel Apoetomal kann man ja auch Poet rauslesen, aber man kann auch Atomat rauslesen. Ja. Also das ist, ja. Ja, also Künstlerbuch ist ja auch ein Begriff, der ist ja sehr, sehr dehnbar. Ne? Also ich behandle meine gedruckten Bücher auch als Malerbuch. Ne? Mhm. Weil ich halt eigentlich primär Maler bin, ja, aber halt ab und zu mal oder regelmäßig Bücher mache. Ne? Das ist der einzige Unterschied. Ne? Und früher war es schon so, dass es sehr viele öffentliche Sammlungen gab, die das doch also mal hin und wieder oder auch teilweise regelmäßig erworben haben. Und da sieht man halt auch in der Zeit, wie sich das verändert. Das ist also jetzt eigentlich mehr gekippt, dass also die öffentlichen Sammlungen nur noch, also in meinen nur noch sehr wenige gibt, die das erwerben. Mhm. Und meistens eigentlich dann private Sammler sind. Ja, ja, die also da eigentlich einen Zugang haben, teilweise auch über Jahrzehnte. Ja. Mhm. Die also, ist halt eine Welt für sich. Ne? Ja. Bücher ist einfach, taucht ja im offiziellen Kunstmarkt eigentlich so gut wie nicht auf. Das ist ja das Phänomen eigentlich. Ja. Halt was sehr Spezielles. Ja. Kann man nicht erklären. Kann man nicht erklären. Gut, es ist ein künstlerisches Objekt und hat auf die Art und Weise also auch einen besonderen Wert und auch eine besondere Relevanz, also auch in der Rarität, die es dann sicherlich auch ist. Ne? Ja, ja. Aber ein Buch ist eben halt sehr intim und versteckt und